So, jetzt haben wir schon mal eine Jungfrau wird schwanger, jetzt haben wir noch eine Prophetin wird schwanger. Ja? Für die, die neu angekommen sind, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil es schon ein bisschen auf das aufbaut, was wir schon gemacht haben. Ja, jetzt nicht nur die Tage, sondern vielleicht auch schon in den letzten Wochen oder in vielen Videos auch angeschaut worden ist. Aber wir schauen uns mal ein Kapitel an, über das ganz selten nur gepredigt wird, und zwar Jesaja 8. Und da müssen wir den Text ein bisschen lesen, um da so ein bisschen reinzufinden. Moment, ich muss hier was einstellen. So, und der Herr sprach zu mir, nimm vor dich eine große Tafel. Gott spricht zu Jesaja, ja, nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel, mit Menschenstift, raube bald, eile Beute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zachariah, den Sohn des Jeberechias. Wir sehen nachher, wer das ist, was das für Leute sind. Ja, einer kommt aus dem königlichen Geschlecht und einer kommt aus dem Priestergeschlecht. Und Jesaja war ein Prophet. Also König, Priester, Prophet kommen hier zusammen. Ja? Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Schon wieder. Das haben wir doch gerade erst gehabt in Jesaja 7. Ja? Siehe, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Jetzt kommt Jesaja 8 wieder mit diesem Bild des Gebärens, der Geburt. So als ob Gott sagen will, überleg doch mal drüber, was das vielleicht bedeutet, ja, was das heißen könnte. Und ob das vielleicht mit der neutestamentlichen Wiedergeburt zu tun hat. Ja. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Raubebald, Eilebeute. Ja. Maher, Halal, Hashbaz, ja, heißt das, also ganz komplizierter hebräischer Name. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht oder die Reichtümer von Damaskus und die Ausbeute, die Schätze Samarias, weggenommen werden durch den König von Assyrien. Das ist schon bekannt für uns. Ja? Da war doch was, dass Samaria, also der Norden Israels, mit Damaskus zusammen im Bündnis gewesen sind. Rezin und Pekach. Und die beide zusammen gekämpft haben gegen den Süden, ja, gegen Juda. Also Ahas ist hier eingekesselt. Rezin, also heute würde man sagen Assad von Syrien, ja, von Damaskus, der hat einen Bund gemacht mit Pekach, dem König des Nordreichs Israel, und dieser syro-ephraimitische Bund, der kämpft zusammen gegen Juda im Jahr 733 vor Christus. Also es ist schon was wir kennen, und das wird in Kapitel 8 schon wieder angesprochen. Da geht es dann schon wieder drum, ja. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Warum denn? Weil der König von Assyrien ins Land brechen wird und das ganze Land erobert. Ja, kurz später sah das so aus. Da gab es kein Samaria mehr und auch kein Syrien. Da hat das ganze Land überrannt. Und übrig bleibt nur Juda. Die Geschichte kennen wir doch schon. Die haben wir doch bei Jesaja 7 schon gehabt, jetzt haben wir den bei Jesaja 8 auch wieder. Als ob es da um Wiedergeburt geht, Geburt aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Gott zeigt nochmal eine andere Perspektive, die da ihm wichtig ist. Ja? Vers 5, und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dieses Volk, also Israel, verachtet das Wasser zu Siloah. Der Teich Siloah war in Jerusalem, ja. Das Stille geht und tröstet sich des Rezin und des Sohnes Remalias, also verlässt sich auf den Syrer Rezin und auf den Nordisraeli Remalia, den Sohn Remalia, den Pekach. Gott spricht den Namen nicht mehr aus, haben wir gesagt. Ja? Er nennt Pekach nicht mehr mit Namen. Das ist ein verabscheuenswürdiger König. Ja? Siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen, starke und viele Wasser des Stromes, des Euphratstroms, ja, wenn man so will, nämlich den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit, dass sie über alle ihre Bäche fahren und über alle ihre Ufer gehen und werden einreißen in Juda und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen und werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Den Immanuel, den kennen wir ja schon aus Jesaja 7. Da war doch der Immanuel. Siehe, eine Jungfrau soll schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und jetzt ist die Rede vom Land Immanuels, das ist das Land Israel, das ist das Land Christi.
Der kommt jetzt hier, ja, der wird jetzt hier benannt. Das heißt also, wir kriegen hier eine Information, welcher Immanuel dort geboren wird in Jesaja 7. Und hier ist die Rede davon, dass der König von Assyrien kommt und dass der das ganze Land überschwemmt. Und um das vorwegzunehmen, das haben wir ja schon gesagt, das erwarte ich für die nächste Zeit, dass das über Israel kommen wird. Wie lang das dauert oder wie schnell das geht, das weiß niemand. Aber die Bibel spricht davon, dass Assyrien oder heute würde man sagen Iran, Irak, ja, dass das groß wird und wächst und sich komplett ausbreitet nach Süden. Das sagt die Bibel für die Endzeit. Das ist eine Perspektive, die Israel nicht wissen will. Das schieben die ganz weit von sich. Und vor dem Hintergrund ist das, was jetzt natürlich da unten passiert im Gazastreifen, ja, und die Demonstrationen zwischen Tel Aviv und Jerusalem, hochbrisant, weil es plötzlich eine Perspektive bekommt, die man aus der biblischen Prophetie kennt und weiß, dass die irgendwann für die Endzeit vorhergesagt ist. Und die Frage ist jetzt, das, was da unten passiert in Israel, hat das schon damit zu tun? Ja? Also das ist der Sollzustand, so schlimm wie er auch ist. Das war 722 vor Christus, aber das kommt wieder, das wiederholt sich. Ja? Und deswegen sage ich, die Bibel, also Prophetie ist einfach nur die Wiederholung immer der gleichen Geschichte. Das wird immer die gleiche Geschichte erzählt. Und Jesaja 8 ist ganz ähnlich wie Jesaja 7. Ja? Da steht in Jesaja 8, denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden. Das klingt ja fast so wie Jesaja 7, 16, denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein vor deren beiden Königen, die er graut. Ja? Da kann man ja fast einen Pfeil machen von einem Vers zum anderen. Als ob Gott die gleiche Geschichte nochmal erzählt, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Er gibt nochmal ein neues Licht da drauf. Ja, er zeigt das nochmal, weil ihm das scheinbar wichtig ist. Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil sich das hier alles wiederholen wird. Das kommt wieder. Ja? Darf nur heute niemand sagen, gibt es halt Ärger. Ja? Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid, rüstet euch und gebt doch die Flucht. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Das heißt, alle die Völker, die kommen, um Israel anzugreifen, da gehört natürlich der Iran-Irak zu, also Assyrien damals zu damaligen Zeiten, da gehört auch Ägypten zu, da gehört Libyen zu, da gehört der Sudan zu und Äthiopien. Ja? Alle diese Völker ruft Gott auf und sagt, seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid, rüstet euch und gebt doch die Flucht. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Beschließt einen Rat und es werde nichts daraus. Beredet euch und es bestehe nicht, denn hier ist, oh, schon wieder Immanuel. Das war doch ein Kind da irgendwie da in Jesaja 7,14. Und Matthäus sagt, das ist ein Bild auf Christus. Christus ist der Immanuel und die Gemeinde Jesu ist auch Immanuel, haben wir gesagt. Ja? Und jetzt geht es um das Land Immanuels, ja? Das Immanuel auch verteidigen wird, das Christus verteidigen wird, wenn er wiederkommt. Aber vorher kommen die Völker. Und die haben einen Rat, ja, die werden einen Rat beschließen, dieses Land Immanuels für sich einzunehmen. Und es wird nichts daraus werden. Warum? Weil Christus wiederkommt. Was macht denn Christus dann? Dann richtet er sein Königreich auf. Ja, aber hat er das schon mal vorgehabt? Ja, vor 2000 Jahren. Er kam ja schon mal als König, haben wir heute frühen Abend drüber gesprochen. Er kam ja als König nach Jerusalem. Freue dich, Zion, dein König kommt zu dir, Sacharja. Ja, das wird ja immer zu Weihnachten, wird das immer gelesen oder oftmals in den Kirchen. Ja? Also Jesus zieht als Sohn Davids vor 2000 Jahren nach Jerusalem ein und wenn sie ihn damals angenommen hätten, dann wäre er zum König gesalbt worden und dann wäre Israel Weltmacht geworden. Das sagt die Schrift, das ist die Perspektive aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt das Unglaubliche, Israel tötet seinen Messias. Liefert ihn den Römern aus, die Römer lynchen Jesus auf Golgatha und der Messias ist tot. Es gibt keinen Messias. Ja? Und dann geschieht das Unglaubliche, Christus ist auferstanden und dann passiert etwas Erstaunliches aus der alttestamentlichen Perspektive, hat das Königreich Christi Aufschub. Seit 2000 Jahren gibt es da nichts, weil in der Zeit die Gemeinde Jesu ist. Und wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, kommt Christus wieder auf den Ölberg und dann fangen die Dinge an zu laufen. Das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Ja? Denn so sprach der Herr zu mir, dass seine Hand über mich kam und unterwies mich, dass ich nicht sollte wandeln auf dem Wege dieses Volkes
und aus dem gottlosen Wege, ja, also dieses Volkes Israel, sondern Gott spricht, ihr sollt nicht sagen Bund. In neueren Bibelstellen, da steht, das ist eine ganz bekannte Stelle, die bei der Wahrheitsbewegung immer zitiert wird aus der Bibel. Ihr sollt nicht sagen Verschwörung, ja? Dieses Wort redet von nichts, denn von Verschwörung. Fürchtet ihr euch nicht also, wie sie tun, und lasset euch nicht grauen. Ja, Gott sagt zu dem Jesaja, es werden allerlei Ratschlüsse unter den Heiden beschlossen werden in der Zeit. Aber lasst euch nicht grauen, sondern verlasst euch auf Gott. Heiligt den Herrn Zebaoth. Das ist der Kriegstitel Gottes. Der Herr Zebaoth ist der Herr der Kriegesheere. Ja, das ist ein kriegerischer Name Gottes. Den lasset eure Furcht und Schrecken sein. So wird er ein Heiligtum sein. Aber er wird ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, dem Norden und dem Süden, zum Strick und Fall den Bürgern zu Jerusalem. Da haben wir doch heute Nachmittag auch drüber gesprochen. Ja? Das ist auch eine Prophetie für Christus. Den einen ist Jesus Christus Labsal und Wahrheit und Freude im Glauben und die anderen stoßen sich daran, die ärgern sich darüber. Die ärgern sich über Jesus. Und an Jesus scheiden sich die Geister zum Schluss. Das ist hier schon auch angekündigt, ja? Dass ihrer viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Und dann kommt ein interessanter Vers, binde zu das Zeugnis. Also das, was hier in diesem, ich sag mal etwas vereinfacht, das, was hier in diesem Kapitel angekündigt ist, das ist nicht für jeden. Das findet ihr nicht auf der Straße. Das bekommt ihr nicht einfach so in eine Tasche gesteckt. Dieses Zeugnis, dieses Wort Gottes, was hier gesprochen wird, das wird verschlossen, das wird zugebunden. Versiegele das Gesetz meinen Jüngern, die Jünger Jesu, die sind die, die davon wissen sollen, was hier kommt. Und die Welt draußen braucht das nicht zu wissen, das gehört ihr nicht. Ja, das gehört ihr nicht. Warum nicht? Entschuldigung, weil sie nicht dazugehört. Ja? Bevor die Welt dazugehört, muss sie eigentlich erst umkehren zu Jesus Christus und ihre Schuld bekennen. Und dann öffnet Gott Dinge und zeigt Sachen, die vorher unbekannt waren. Große Dinge. Dinge, die er tun will. Das hier ist für die Gemeinde Jesu. Ja? Binde zu das Zeugnis. Denn ich hoffe auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob. Ich aber harre sein. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und zum Wunder in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berg Zion wohnt. Das ist Kapitel 8. Jesaja sagt, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Und ich und die Kinder sind ein Zeichen und Wunder in Israel. Wie soll man das denn jetzt verstehen? Ja. Also welche Kinder hat denn der Jesaja gehabt? Also zwei Söhne hat er gehabt. Ja. Ein Sohn sehen wir hier, der wird ja hier gerade gezeugt. Das ist der Sohn Raubebald Eilebeute. Ganz komischer Name. Ich meine, wer nennt seine Kinder so, ja? Und der erste Sohn, den er schon hatte, ja, das ist der Sohn, ein Überrest wird umkehren. Jesaja hatte zwei Söhne. Hier in Kapitel 8 wird von der Geburt des zweiten Sohns geschrieben. Da hat Jesaja den ersten Sohn aber schon gehabt, weil in Jesaja 7, wer eine Bibel hat, der kann das auch aufschlagen, da steht, der Herr sprach in Vers 3, Jesaja 7, Vers 3, der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus Ahas entgegen, dem König Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea Jashub. Jashub, da steckt das Wort Schub drin, Schuf, Jashub, Shuva, Shuva ist im Judentum Umkehr, ein Überrest kehrt um, Shea Jashub. So hieß der Sohn von Jesaja und der lebte dann da, damals schon, ja. Und der geht mit Jesaja zusammen an das Ende der Wasserleitung und ist dabei, als Jesaja zu Ahas spricht und sagt, hab keine Angst, ja, da wird kein Pfeil in die Stadt geschossen. Das war der erste Sohn von Jesaja, ein Überrest wird umkehren. Und der zweite Sohn von Jesaja heißt Raubebald Eilebeute. Jetzt mache ich etwas, Spoilern heißt es, glaube ich, ja? Spoilern, ja? Spoilern? Ach, Spoilern, okay. Spoiler ist beim Auto was, ne? Der erste Sohn ist ein Überrest wird umkehren. Wann war das denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Da ist ein Überrest umgekehrt. Ja? Und am Ende der Gemeindezeit wird Jerusalem wiedergeboren werden, dann aber unter Belagerung. Da steht jemand vor der Tür, der schnelle Beute machen will, der Jerusalem erobern will. Ja? Die Tochter Zion kommt ja in Wehen, die wird belagert. Ja? Die kommt in Wehen und gebiert.
Und diese zweite Geburt, da ist dieser Maher Shalal Hashbaz, der ist ein Bild darauf, raube bald, eile Beute. Und diese beiden Söhne vom Jesaja, die bezeichnen die beiden Zeitpunkte, wo Jerusalem wiedergeboren wird. Am Anfang kehrt ein Überrest um und am Ende wird raube bald, eile Beute vor Jerusalem stehen. Und mittendrin, zwischen diesen beiden Zeitpunkten, ist die Gemeinde Jesu für 2000 Jahre. In der Zeit hat man hier Kirchen gebaut in Europa. Und der Abschluss dieser Gemeindezeit wird sein, wenn der raube bald, eile Beute kommt. Das wäre praktisch das, was hier das Zeichen und Wunder in Israel ist. Und das ist etwas Verborgenes von der Wiedergeburt Jerusalems. Da wissen nicht alle von. Und die davon hören, die wollen das nicht wissen. Die geben das auch nicht weiter. Ja? Das ist etwas, was wir hier behandeln, was etwas Verborgenes ist. Eigentlich ist das ein Geheimnis. Diese Texte hier sind 2800 Jahre alt. Und die schreiben von etwas, was jederzeit heute in Jerusalem passieren könnte. Warum? Weil Syrien da ist, weil Assyrien da ist, ja? Weil Ägypten da ist, weil Israel da ist. Es ist alles da, seit 75 Jahren. Ja? Israel ist 75 Jahre alt, Syrien ist 74, 75, Ägypten auch 74 Jahre, 75, die sind alle in der Zeit gegründet worden. Natürlich ist Ägypten älter, ja? Ägypten ist Jahrtausende alt, aber in der Struktur, wie es heute ist, ist das alles Nachkriegsentwicklung gewesen. Ja, sind alles ungefähr so alt wie Israel. Deutschland ja auch, 49, ja? Ein Jahr später als Israel. Aber das ist spannend, ja? Das heißt, wir sehen also den Nahen Osten, der ist so geordnet, wie er damals eigentlich war. Es fehlen nicht viele Dinge. Es fehlt noch das Kernland in Israel, Samaria, Westbank, ja? Also wenn die noch zu Israel dazugeschlagen wäre, dann wäre Israel mal ungefähr so in den Grenzen, wie es damals war. Fast ein bisschen zu groß sogar. Im Süden könnte man noch von der Sinai-Halbinsel ein bisschen was wegnehmen. Und das, was dann noch fehlt, ist, dass Israel auseinanderbricht. Dass das wieder ein Ephraim und ein Juda wird. Ja? Aber dann hätten wir alles da, damit dieser Raube bald Eilebeute geboren werden könnte. Und dann hätte Jesaja zwei Söhne. Und dann ist das tatsächlich ein Zeugnis, ein Wunder, das versiegelt ist. Ja? Wie steht hier? Das ist ein Zeichen und ein Wunder. Die Rabbiner unterscheiden zwischen einem Zeichen und einem Wunder. Dass Sarah im hohen Alter ein Kind geboren hat, ist ein Wunder. Ja? Ein Zeichen, sagen sie, ist der Regenbogen, weil den Regen, das kann man sehen, den Regenbogen, wie das Licht sich in den Wassertropfen bricht, ja, und dann sagt Gott, diesen Regenbogen habe ich zum Zeichen gegeben, dass ich die Welt nicht nochmal zerstören will. Der Regenbogen ist ein Zeichen, das Gebären Sarahs im hohen Alter ist ein Wunder. Aber hier, das ist so ein großes Zeichen und Wunder, dass das hier zusammengepackt ist, weil das wird man sehen können. Warum? Weil das Evangelium aus Jerusalem gepredigt wird. Wann denn? Wenn der Raube bald Eilebeute geboren ist. Versteht ihr den Gedanken? Ja? Das ist das, was wir hier sehen. Das haben wir die ganzen Tage schon behandelt. Und eigentlich wird hier so ein bisschen der Sack zugemacht. Da kommt das Land Immanuels, da kommt der Immanuel zweimal wieder vor. Da kommt plötzlich der zweite Sohn von dem Jesaja, der hat einen sehr bedeutungsschwangeren Namen. Ja? Der erste ja auch schon, ein Überrest kehrt um, damals. Und in der Endzeit raube bald Eilebeute. Das ist ein ganzes Programm, was in dem Namen drin liegt. Und das ist ein Geheimnis. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht so sehr verprellt, dass jetzt relativ wenige Leute da auf dieses Thema anspringen. Warum? Weil das zugebunden ist. Ja? Das ist Gottes Sache, wem er das offenbart und wer das verstehen kann und glauben kann. Ja? Ich kann das anbieten und es kann sein, dass das viele Leute anschauen oder wenige, aber das ist nicht mein Ziel, da möglichst viele Leute. Ja? Und deswegen bin ich auch nicht so sehr verkrampft. Ja? Ich lasse das alles bei Gottes Hand, freue mich über jeden, der sich das anhört und vielleicht darüber nachdenkt. Ja? Aber ich muss das jetzt nicht auf Biegen und Brechen überall. Ja? Ich streue das überall hin, aber das ist Gottes Sache. Warum? Weil das nicht jedem offenbar wird. Ja? Das ist versiegelt meinen Jüngern. Ja, und man streut das so und die einen hören das und verstehen das, denken drüber nach, ja, und freuen sich darüber. Das ist schon alles. Ja. Wenn sie aber zu euch sagen, also wenn sie nicht auf Gott hoffen, wenn sie nicht den Herrn als ihren Trost in dieser Endzeit haben, ja, sagt Gott, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Wahrsager und die Zeichendeuter fragen, die Esoteriker, ja, und die Kartenleger und die Pendler und die, was hat man denn so heute? Ich kenne mich da nicht so sehr gut aus, ja. Wenn ihr die alle fragt, die da flüstern und murmeln, ja, wenn sie beschwören, dann murmeln die und flüstern, ja. So sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen?
Sollten die Deutschen nicht Gott fragen? Sollten die Deutschen nicht ihre Bibel befragen? Wir waren doch das Volk der Reformation. Was ist denn los mit uns, ja? Oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Das ist ja auch oft ja Tische rücken, wo dann irgendwelche Toten da beschworen sind. Bei mir im Freundeskreis auch, ja? Und da tauchen Klassenkameraden von uns auf und erzählen Sachen, die niemand wissen kann. Also unheimliches Zeugs, ja? Das ist nicht weit weg, das ist real. Und über diese okkulten Phänomene, die wir heute überall haben, kommen viele Leute und fragen nach dem Evangelium neu. Ja, und fangen an, die Bibel neu zu lesen. Das passiert auch. Weil die sagen, wenn es das Böse gibt und es ist sehr real, wo ist denn da Hoffnung? Ja? Und dann fangen so investigative Journalisten fangen plötzlich an, Bibelverse zu zitieren. Und ich sage, wenn die Manager jetzt anfangen zu evangelisieren, wieso managen denn die Evangelisten? Ja? Die ganze Welt steht ja Kopf. Aber die fangen an und sagen, da muss es ja noch mehr geben. Wo ist denn Heil zu finden, wenn es so viel Unheil gibt? Ja? Und Gott, als ob Gott das vorherschaut, was das für eine Zeit ist, was da für ein Geist herrscht. Ja? Da sagt er, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen? Ja, natürlich. Dafür sind die Kirchen und die Gemeinden ja eigentlich da und die Pastoren. Ja? Oder soll man etwa die Toten für die Lebendigen fragen? Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis, nach dem Wort Gottes, nach dem Wort Gottes soll das gehen. Ja? Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Das erinnert ein bisschen an Petrusbrief. Ja? Sondern sie werden im Land umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Wenn sie aber Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. In Deutschland oder wo? Eigentlich in Israel, aber ich würde das nicht mal für Deutschland ausschließen. Ja? Dass sie kein Licht mehr haben, weil sie Gott verlassen haben, weil wir Gott beleidigt haben und weil das nicht mehr gepredigt wird, das Wort Gottes. Und wenn es gepredigt wird, wird es nicht mehr geglaubt. Es ist eine Torheit. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es den meisten Leuten einfach egal. Ist mir einfach egal, ob Jesus gestorben ist oder nicht. Diese Gleichgültigkeit ist das Problem. Ich war vor vielen Jahren in Aachen und meine Wohnungsnachbarin, die hatte ein Problem, weil bei der hat der Gasherd angefangen zu brennen. Und dann hat die bei mir geklingelt, war ganz aufgeregt, sagt, können Sie mal schnell rüberkommen, bei mir brennt's. Und da bin ich dann rüber zu ihr und habe den Haupthahn ausgestellt und dann hat es aufgehört zu brennen, da war die ganz erleichtert. Ach, sagt sie, Sie sind der 13. Nothelfer. Wie 13, was ist denn ein 13. Nothelfer? Wissen Sie das nicht? Und er sagt, ich bin evangelisch. Da tun Sie mir aber wirklich leid. Und das war von ganzem Herzen, ja. Die hat gedacht, das ist ja ein Ketzerkind. Das ist ja evangelisch und mitten in Aachen, ja. Da hat sie mir erklärt, wer der 13. Nothelfer ist. Also die 12 Apostel, da ist jeder für irgendwas zuständig. Und wenn es dann irgendwo Probleme gibt, die 12 Apostel jetzt noch nicht abgedeckt hätten, gibt es noch den Nachbar, der den Gasherrn abstellt, ja? Also so irgendwie, ja. Das war ganz nett von ihr gemeint, ja. Das war jetzt gar nicht böse, aber die ist natürlich in dem katholischen Denken auch groß geworden. Und das kam so von Herzen, da tun sie mir aber wirklich leid, ja. Aber zumindest war da keine Gleichgültigkeit, ja. Und diese schmatzende Selbstzufriedenheit in der Christenheit und diese ganze gelangweilte Gleichgültigkeit, das ist das Problem, ja. Und das war bei meiner Nachbarin, selbst wenn sie katholisch war, war das nicht der Fall. Ja? Die war immer so ein bisschen besorgt um mich da. Also sind gut miteinander ausgekommen. Um mich herum haben nur Omas gewohnt, ihr braucht nie die Heizung anmachen. Das war super, ja, sehr günstige Wohnung. Ja? Aber wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen. Jetzt hätte ich fast gelesen, ihrem Bundeskanzler und ihrem Gott, darf man natürlich nicht, ja. Und sie werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das bleibt übrig, wenn man gottlos wird. Dann hat man kein Licht. Ja? Trotzdem gehen die Verse auch weiter. Da steht dann, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er zur vorigen Zeit gering gemacht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er es hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meere, das Land jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Christus kommt. Ja? Also die Bibel beschreibt diese Zeit, aber sie zeigt, da kommt Christus kommt und der wird Licht bringen für die Völker und für Israel und für die Gemeinde Gottes. Ja? Aber das beschreibt sie sehr als eine Zeit, wo man vielleicht vor 4, 5 Jahren hätten wir uns das noch nicht so vorstellen können, was hier beschrieben wird. Aber je weiter die Zeit nach vorne rückt, desto mehr versteht man das. Ja? Ich habe euch das nochmal mitgebracht. Für euch ist das jetzt ja langsam auch Handgepäck. Ja? Das war die Situation 733 vor Christus. Ja? Die Syrer, Israel, Juda,
Rezin und Pekach werden dort erwähnt. Rezin ist der König von Aram, Pekach der König von Israel. Und die beiden kämpfen gegen Juda, um den König Ahas abzusetzen. Warum? Weil sie hier selber einen König einsetzen wollen, der ihnen genehm ist. Und die alle drei wollen dann gegen den Iran kämpfen, hätte ich fast gesagt, gegen Assyrien. Das war die Zeit damals. Und in der Zeit kommt dann auch der Jesaja und sagt, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor deren beiden Königen dir graut. Das war Jesaja 7. Ja? Jetzt gehen wir weiter und schauen uns Jesaja 8 an. Und wir haben gesagt, in Jesaja 7 haben wir drei Erfüllungszeitpunkte gehabt. Ja? Das heißt, diese Geburt, die dort geschehen ist, war einmal Maria gebiert Jesus, Zion gebiert den Anfang der Gemeinde. Das hier wäre dann also ein Überrest wird umkehren. Und ein letzter Erfüllungszeitpunkt, die Wiedergeburt Jerusalems durch Raubebald-Eilebeute. Raubebald-Eilebeute belagert Jerusalem. Ja? Sachaja sagt aber, das wird nicht durch ein Heer geschehen, sondern durch meinen Geist. Ja? Sachaja sagt, was du siehst, wird nicht durch Heer oder äußere Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Wir müssen also sagen, die Wiedergeburt Jerusalems, die geschieht nicht, weil Jerusalem belagert wird, sondern die geschieht während der Belagerung durch Gottes Geist. Und was geschieht durch Gottes Geist? Na, Wiedergeburt. Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus, wie damals auch. Hier ist das Raubebald-Eilebeute und hier vorne heißt er, ein Überrest wird umkehren. Das sind die beiden Söhne von Jesaja. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Wunder. Das ist nicht für jeden. Das ist etwas, was in der Zukunft noch kommen wird. Das hier kennen wir alle, das feiern wir jedes Jahr zu Pfingsten. Aber vielleicht verstehen viele das nicht. Was wir machen hier, wir verbinden nur Punkte. Ja? Ich bin so ein Bibeltrufer. Ja? Ich verbinde Punkte in der Bibel, mehr nicht. Und ich erzähle immer die gleiche Geschichte. Und weil ihr jetzt so ein bisschen auch unterwiesen seid in der Historie, in der Geschichte, könnt ihr das viel besser verstehen und einordnen. Und mit dem, was wir jetzt wissen aus der Geschichte, gehen wir jetzt in Jesaja 8 und sagen, Moment mal, Jesaja nimmt sich noch zwei Zeugen, noch einen königlichen, noch einen priesterlichen und er selber ist ein Prophet. Und die gehen zu der Prophetin, in Klammern Zion, und Zion wird schwanger und gebiert einen Sohn und der heißt Raubebald-Eilebeute, dann wäre Jesaja 8, würde ja über die Wiedergeburt Jerusalems handeln. Genau. Dann wäre Jesaja 8 ja die Bestätigung dafür, dass Jesaja 7 nicht nur von der Geburt Christi spricht, sondern auch noch einen zweiten Erfüllungszeitraum hat. Genau. Das, was wir in Jesaja 8 haben, ist die Plausibilisierung von dem, was wir in Jesaja 7 besprochen haben. Das heißt, hier wird das also noch, hier kommen noch so ein paar Dübel in die Wand, damit das auch hält. Ja? Und damit man sieht, das ist nicht spekuliert, sondern das ist ein Zeichen und Wunder in Israel. Und dieses Wort Gottes hat Gott vorbehalten seinen Jüngern. Das weiß nicht jeder von der Wiedergeburt Jerusalems, weil das nicht für alle ist. Ja? Das heißt also, diese beiden Zeitpunkte, die werden beschrieben in Jesaja. Ja? Das wäre praktisch in Anführungsstrichen die erste Geburt Jerusalems. Ja? Ein Überrest kehrte damals um, nicht ganz Jerusalem, sondern einige tausend. Und am Ende der Zeit wird Jerusalem umkehren, wenn dieser Raubebald-Eilebeute vor der Stadt steht. Das ist das Zeichen und Wunder in Israel. Das finde ich großartig. Ja? Jetzt schauen wir uns den Text mal noch ein bisschen an und gucken mal, wer da so alles auftritt, wer da so alles erwähnt wird, was da für eine Familiengeschichte gezeichnet wird. Ja? Der Herr sprach zu mir, nimm vor dich eine große Tafel, das soll jeder lesen, weil das ist etwas Wichtiges, das wird kommen. Ja? Und auf die große Tafel schreibt darauf mit Menschengriffel, Raubebald, Eilebeute. Und dann
nimmt Jesaja zu sich zwei treue Zeugen, den Priester Uria und Sachaja, den Sohn Jeberechias. Wer ist denn das jetzt? Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Priester, ja? Der Priester Uria, den nimmt er zu sich. Das heißt, wir haben Jesaja und wir haben Uria und Sachaja. Also Hiskia war 25 Jahre alt, der König Hiskia ist ja auch hier mit einbezogen. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König ward, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Sachajas. Also Sachaja hatte eine Tochter Abia, ja, und die war die Mutter von Hiskia. So waren die Familienverhältnisse. Sachaja bildet hier also die königliche Linie ab. Das ist der Text, habe ich schon gerade vorgelesen. Ja. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Sachajas. Das heißt also, Sachaja bildet diese Königslinie ab über Abia und über Hiskia. Das heißt, diese drei hier oben sind symbolisch für das Prophetentum Jesaja, für das Priestertum Uria und für das Königtum Sachaja. Wer war denn König, Priester und Prophet? Jesus. Jesus gießt seinen Geist aus auf Jerusalem und die Tochter Zion gebiert, damals und in der Endzeit. Das heißt, diese drei hier sind eigentlich ein Abbild für Prophetentum, Priestertum und Königtum, was in Christus zusammengefasst ist und was in der Endzeit, wie soll ich das denn sagen, als ob Jerusalem die Frau Christi ist, ja, und Jesus den Geist auf Jerusalem ausgießt. Und dann die Prophetin, das ist die Frau von Jesaja, die ist ein Bild auf die Tochter Zion. Und die Tochter Zion ward schwanger und die gebiert einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Raubebald Eilebeute. Ja? Das heißt, die Prophetin ist die Ehefrau Jesajas damals und sie ist ein Bild auf die Tochter Zion. Und Jesaja und seine Ehefrau, die hier die Prophetin genannt wird, die bekommen ein Kind, Raubebald, Eilebeute. Und das ist ein Bild auf Christus und das ist ein Bild auf die Tochter Zion. Und die Tochter Zion gebiert einen Überrest der Gemeinde Jesu zu einer Zeit, wenn diese endzeitliche Belagerung stattfindet. Das ist der Gedanke dahinter. Ist ein bisschen kompliziert, ja? Das ist ein Zeichen und ein Wunder in Israel. Und ich kann euch das jetzt natürlich nur so in so dürren Worten, ja, wenn man das zum ersten Mal hört, dann muss man sagen, boah, mach noch mal langsam, geh noch mal an den Anfang. Ja? Und es ist auch so, wenn man den Text dann mehrfach liest, dann sieht man, dass da sehr viele Bezüge sind. Zum Beispiel diese Immanuel-Stelle. Also der Immanuel, der kommt hier in Kapitel 7 und 8, kommt der dreimal vor. Einmal in Jesaja 7 und zweimal in Jesaja 8. Das heißt, dieses Kapitel ist komplett in sich verschränkt mit Jesaja 7. Das hängt ineinander, hängt zusammen. In beiden Kapiteln ist die Rede davon, dass irgendwie Geburt stattfindet, dass eine Jungfrau oder eine junge Frau gebiert, dass die einen bestimmten Sohn gebiert. Und wir haben hier eigentlich in der Perspektive in Jesaja 8 genau diese beiden Zeitpunkte. Und das finde ich eine großartige Sache, dass der Text uns hier etwas zeigt, was ein echtes Geheimnis ist. Das ist etwas Geheimnis. Und wie gesagt, deswegen bin ich nicht ganz so deprimiert, dass das jetzt nicht jeder mit Applaus aufnimmt, ja? Sondern das ist überhaupt nicht für alle. Ich kann das nur anbieten. Ja? Und der Text sagt, der Herr sprach zu mir, nimm vor dich eine große Tafel. Warum? Weil das kommen wird, das wird die ganze Welt sehen, wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das wird total verwirrend sein für die Welt. Aber das ist hier, finde ich, eine ganz großartige Sache. Und ich mag so Bibelstellen, die so ein bisschen schräg sind. Ja? Ich mag auch Leute, die ein bisschen schräg sind. Ja? Weil ich finde, die sind authentisch, ja? Die sind echt. Und ich mag so Bibelstellen, die ein bisschen schräg sind, weil ich finde, das spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das alles Gottes Wort ist und auch inspiriertes Gottes Wort ist. Und manchmal könnte ich mir vorstellen, Gott hat auch Humor. Was ist denn das für ein Bild, was der hier zeichnet? Ja? Welche Tiefe ist denn da drin? Das ist ja hochintelligent, was hier passiert. Das sind ja Verbindungen, die Gott da macht und deswegen diese ganzen Bibelstellen, die mag ich gerne und schaue mir die auch gerne an. Und ich glaube, dass die auch alle irgendwo zusammenpassen. Ja? Das ist Gottes Wort. Ja? Und er sagt halt hier, nimm vor dich eine große Tafel, schreib drauf im Menschengriffel, raube bald Eilebeute. Wir wissen jetzt, warum der Jesaja, das ist 2800 Jahre alt, das darf man nicht überschätzen. Und wir haben den ersten Sohn Jesajas schon gesehen, wir Christen und die Juden auch. Ja? Den ersten Sohn kennen wir ja schon. Die Frage ist nur die,
kriegt Jesaja noch einen zweiten Sohn. Und könnte das in unserer Zeit sein? Ja? Das heißt, ein Großteil der Prophetie aus Jesaja 7 und Jesaja 8 ist ja schon in Erfüllung gegangen. Ja? Auch historisch, in der Bibel sowieso, die ganze Apostelgeschichte, Pfingsten, Petrus, ja, das ist ja alles da gewesen. Das heißt, da ist ja schon der Überrest von Jesaja, dieser erste Sohn ist da ja schon geboren worden. Der Knackpunkt, ja, die Gretchenfrage ist jetzt die, kommt das auch noch? Kriegt Jesaja noch einen zweiten Sohn? Gebiert die Prophetin noch einmal? Ich glaube schon. Das wird nochmal kommen. Ja? Und das sieht alles so danach aus da unten. Ja? Und dann sagt halt Gott, binde zu das Zeugnis und versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Das ist nur für meine Leute, sagt Jesus. Es geht nicht jeden an. Es ist eine private Angelegenheit hier. Ja? Steht natürlich in der Bibel. Ja? Exakt. Ja, genau. Ja? Schreib nicht, was die sieben Donner geredet haben. Ja? Daniel auch. Ja? Ist versiegelt bis zur letzten Zeit. Ja? Das ist so. Manche Sachen sind einfach verschlossen. Und die konnte man vielleicht nicht finden. Dass wir die jetzt finden, heißt für mich, Gottes Wort bewegt sich. Die Bibel bewegt sich. Wenn die Bibel sich bewegt, ist etwas im Schwange. Wenn etwas im Schwange ist, dann ist vielleicht jemand schwanger. Ja? Wie soll ich das denn sagen? Ja? Ja, und wir können die Texte lesen, können darüber nachdenken. Und für mich ist halt der Punkt, ich meine, dieses Jesaja 7, das ist halt gekommen in der Zeit, wo halt der Norden Israels gegen den Süden Israels gekämpft hat. Also war Israel da geteilt in Samaria und in den Juda. Und dann ist die Prophetie damals gewesen, eine Jungfrau wird schwanger werden und das wird sich wiederholen, das wird in der Endzeit kommen. Also würde man daraus ableiten, jetzt nur in aller Kürze, ja, dass Israel in der Endzeit wieder in zwei Teile geteilt ist. Eins weiß ich, dass das hier vorhergesagt ist und dass diese Struktur hier kommt, dass irgendwann auch dann Assyrien darunter bricht und Israel erobert. Ja, und dann gibt es hier so eine Stelle, vielleicht nur ganz kurz, dann schließen wir da auch ab. Das ist eine Stelle, die sehr bekannt ist, da wird schon seit Jahren drüber spekuliert. Da steht nämlich in Jesaja 17, hier auch ganz interessant, ja, Damaskus, Syrien und sein Verbündeter, die 10 Stämme werden fallen. Das ist ja, was ich sage. Damaskus ist mit 10 Stämmen verbündet. Er sagt, dies ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Und alle sagen, ja gut, in Syrien wird so viel gebombt und der arme Assad, sein Land geht ganz kaputt, ist jetzt Jesaja 17 an der Reihe. Vor vielen Jahren schon, also sicher vor 10 Jahren am Anfang dieses Syrienkrieges, hat man das natürlich schon gefragt, ob das jetzt der Fall wäre, ja? Das ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Und die Frage ist, für wann gilt das denn? Gilt es jetzt schon oder kommt es noch? Das ist immer die Frage bei so Stellen. Ja? So, und jetzt wird es ganz spannend hier, weil hier steht, die Städte Aroer, Aroer ist ein Kosename, so eine Umschreibung für Syrien, die Städte Aroer werden verlassen sein, dass Herden daselbst weiden, die niemand scheuche. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Das heißt, Damaskus ist die Feste Ephraims. Ist denn Damaskus dann mit den 10 Stämmen Israels verbündet? Ja. Haben wir das heute schon? Nein. Gab es das schon mal? Ja. 722 vor Christus gab es das schon. Syro-Ephraimitischer Krieg. Syrien und Ephraim. Damaskus und die 10 Stämme sind verbündet, waren damals verbündet. Gab es das seither noch mal? Nein. Das gab es seit 2722 Jahren gab es das nicht. Damaskus ist auch noch nie zerstört worden. Damaskus ist ununterbrochen bewohnt als Stadt. Ja, Damaskus ist noch nie zu einem zerfallenen Steinhaufen geworden. Das heißt also schon mal, das muss noch zukünftig sein, weil das ist noch nie passiert mit Damaskus, nicht mal damals bei den Assyrern. Ja? Das heißt, das ist noch Zukunft. Jetzt fragen viele, ja gut, ist das denn jetzt mit dem Assad-Krieg, mit Syrien, kommt das jetzt? Und da würde ich sagen, das kommt erst dann, wenn Damaskus zur Feste, zur Trutzburg, zur Schutzmacht Ephraims geworden ist. Wann denn? Wenn Israel zerbrochen ist und der Norden Ephraims ein Bündnis macht mit Damaskus und Damaskus dann die Schutzmacht Ephraims ist, dann kommt die Zeit, wo Damaskus zerstört wird. Ja? Kann man das verstehen? Das heißt, wir wissen jetzt, dass Israel zerbricht. Wir wissen, dass hier nicht umsonst Ephraim steht. Und nicht ganz Israel, weil das hat es noch nie gegeben, dass sie komplett im Bund waren. Sondern das wissen wir schon aus der Historie jetzt, dass es mal ein Bündnis gab zwischen Damaskus und Ephraim. Und wenn das wiederkommt, dann wird
ganz Damaskus zerstört werden. Ja? Es wird aus sein mit der Feste Ephraims und das Königreich zu Damaskus und das übrige in Syrien wird sein wie die magere Herrlichkeit der Kinder Israel. Warum? Weil zu der Zeit die Herrlichkeit Jakobs so dünn sein wird und sein fetter Leib so mager sein wird. Das heißt aber, dass die Herrlichkeit der Kinder Israels so gewesen ist, dass Israel mal reich war und plötzlich sehr arm geworden ist. Ja? Und dass das in der Endzeit kommen wird, weil dieses Land Israel verwüstet wird. Und das in einer Zeit sein wird, wenn Syrien mit Israel im Bündnis ist. Syro-Ephraimitischer Bund. Dann wird Damaskus zerstört werden und keine Stadt mehr sein. Ja? Weil aber Damaskus noch nicht im Bündnis ist mit dem Norden Israels, weil Israel noch nicht auseinandergebrochen ist, ist das noch nicht da. Ja? Also hätten wir jetzt langsam so eine zeitliche Einordnung. Wir wüssten also, erst muss Israel zerbrechen, damit der Bund hier geschlossen werden kann. Und dann muss der Irak hier runtergehen und der wird in der Endzeit Damaskus zerstören. Dann kommen wir aber in Details rein, die ein bisschen uns zu weit führen. Das wird passieren, der Iran kommt, der wird Damaskus zerstören. Das kommt aber erst dann, wenn Damaskus im Bund mit Ephraim ist und lagert sich dann hier in Hamageddon. Und dann laufen andere Dinge ab. Dieses Thema Jesaja 8, ja, er sagt dann praktisch auch, lassen starke und viele Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien, der kommt in der Endzeit, der Iran. Nach Israel und alle seine Herrlichkeit, dass sie über alle ihre Bäche fahren und über alle ihre Ufer gehen. Und sie werden einreißen in Juda und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen und werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, O Emanuel, also Israel, füllen, soweit es ist. Der Iran kommt nach Israel und die heutige Bevölkerung wird nochmal in eine assyrische Gefangenschaft geführt werden. Und wenn Christus wiederkommt, wird er sie aus der Gefangenschaft zurückholen. Das wäre dann Hesekiel. Aber nicht die Aliyah seit 1948. So wäre meine Perspektive. Ja. Gut, ich würde gerne hier abschließen. Also mir ging es nur darum, mal dieses prophetische Bild da in Jesaja 80 mal anzuschauen. Das ist wirklich etwas, finde ich, etwas Besonderes, weil man da halt diese beiden Erfüllungszeitpunkte, die wir uns schon mal angeschaut haben, weil man die dann noch mal sehen kann. Ja. Symbolisiert durch diese beiden Söhne. Und selbst die Rabbiner müssten zugestehen, dass das tatsächlich dann ein Zeichen und ein Wunder ist. Ein Zeichen, was jeder sehen kann und ein Wunder deswegen, weil die alte Tochter Zion, die schon 2000 Jahre ist, im hohen Alter nochmal gebiert. Ja? Das ist ja bei Sarah auch so gewesen. Also die Frau von Abraham, die Sarah, hat ja im hohen Alter noch den Isaak geboren. Und die Sarah hat den Isaak halt Isaak genannt, lachend. Ja, die sagt, die Leute werden lachen, wenn sie davon hören, dass ich mit 90 Jahren noch ein Kind kriege. Das war vollkommen menschenunmöglich. Ja? So, und jetzt habe ich jemanden angeschrieben und habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Jerusalem in der Endzeit noch an Jesus Christus glaubt, dass die orthodoxen Juden dort an Jesus glauben. Da schreibt er mir zurück, das wird nie, nie, nie geschehen, niemals. Das wird niemals passieren. Die werden niemals an Jesus glauben. Warum? Er hat gesagt, also die Sarah wird nie, nie, nie im hohen Alter noch ein Kind gebären. Das ist unmöglich, das ist vorbei. Ja? Und es wird trotzdem kommen. Es wird kommen. Und das ist unfassbar und auch unglaublich. Und das ist ein echtes Zeichen, was da passiert. Und dann wäre Jesaja 7 komplett. Ich will damit nur eins sagen. Wir können nicht berechnen, wann Jesus kommt. Weil er sagt, Tag und Stunde, in Klammern Datum, wisst ihr nicht. Ja? Aber er sagt, wieso beurteilt ihr nicht die Zeichen der Zeit? Und jetzt haben wir in den letzten Tagen ganz viele Zeichen der Zeit zusammengeholt, wobei eins ist, dass Israel zerbricht. Das wäre ein ganz wichtiges, wenn Israel auseinander sich teilt politisch. Ja? Das wäre, fände ich, ein ganz, weil das wird Israel nicht lange überleben. Das wissen wir, selbst wenn sie zusammen sind, schaffen sie es kaum. Ja? Und der zweite Punkt, wo ich sage, da fängt die 70. Jahrwoche an, wäre, wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, die ganze Stadt, weil sie belagert wurde, dann wäre Jesaja 8 erfüllt. Dann telefonieren wir wieder, dann treffen wir uns wieder hier. Da wird es spannend, ja? Ja? Schön. Ich schließe ab. Wir beten noch, wenn wir noch Fragen haben, können wir nachher noch machen, ja? Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du ein guter Herr bist, der sein Leben und sein Blut an uns verwendet hat und gegeben hat und dass wir in dir Sinn, Frieden und Gnade finden dürfen und Leben finden dürfen. Und auch Ruhe finden dürfen, auch in so irrsinnigen Zeiten wie jetzt.
Danke für die Erfrischung, die wir aus deinem Wort haben dürfen, dass wir sehen dürfen, dass dein Wort wahr ist und immer noch trägt und Gültigkeit hat. Danke auch für die Tage, die wir so zusammen haben durften. Möchtest du auch bei uns sein heute Abend noch. Segne die Gespräche und die Gemeinschaft und danke dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns lieb hast und mit uns gehst. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen.